Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion, meinem aktuellen Lieblings-Pokémon-Spiel und ich hoffe auch eurem. Wir haben letzte Folge den letzten Arenaleiter besiegt. Ja, wir haben alle 8 Orden der ersten Region. Heißt, wir dürfen uns auf den Weg machen in die Pokémon-Liga. Bin mir sehr unsicher, aber ich glaube... Oh, süß. Ich glaube, jetzt kommt ein Kampf gegen unseren Rivalen. Und da gibt es auch Bären. Wir klauen mal kurz Bären. Gibt es einen Rivalenkampf, dachte ich. Ich denke, der wird ziemlich schwer. Erstmal mit... der will auch kämpfen? Hä? Den kann mir gar nicht mehr erinnern. Pidgey? Der fragt mich, ob ich zur Pokémon-Liga gehe und kommt dann mit einem Pokémon Level 4. Also wenn er denkt, ich gehe zur Pokémon-Liga, dann muss ihm doch klar sein, dass ich hochgelevelt bin. Oder? Irgendwie hat er nicht dran gedacht. Sieht so aus. Keine Ahnung. Ja, ich wusste es. Da ist der Gary. Ich wusste es. Okay, er hat auch alle Orden anscheinend. Okay, Blue heißt er hier. Nicht Gary, Blue. Okay, hab ein bisschen Schiss vor Blue. Oh Gott, 6 Pokémon. Ach du Scheiße. 47. Ist der jetzt noch Boden? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Keine Ahnung, ob ich den am besten besiegen soll. Erdbeben geht ja nicht. Weil er fliegt. Jo, er brennt. Wichtig. War schnell genug? Nö, ist immer nicht. Okay. Oh, er ist verwirrt. Perfekt. Ersten besiegt. Maghorn. Maghorn. Ich hab keine Ahnung. Was ist ein Maghorn? Magma Rihorn? Keine Ahnung. Jo, perfekt. Taucute? Ich hab keine Ahnung, was ein Taucute war. Ein Tauros? Na schlecht. Taurus Pflanzen-Pokémon? Wieso hat der noch immer ein Owei und kein Kokowei? Wieso hat der ein Owei? Und das Taurus Owei ist immer mehr, ich sehe es verdammt lustig aus. Aber warum hat er das? Und Solarstrahl war ein bisschen zu spät eingesetzt, Bruder. Elektados. Irgendwas Elektrisches. Elektados. Hat er ein Zapdos? Elektrik Zapdos? Ja. Was ist ein Dos? Ah, Garados. Genau. Das hat er gehabt. Genau. Genau. Das Garados. Das hat er komplett vergessen. Blast Melon. Ach, schwierig. Ah, wird schwer. Da weiß ich jetzt nicht die richtige Antwort drauf. Der hat noch immer kein fertiges Glurak, ne? Ein Turtok Glutexo. Iron Defense sollte uns komplett egal sein, was die normale Verteidigung erhöht. Jo. Nochmal Iron Defense. Okay. Starkasam. Müsste doch mein Unlicht jetzt gut reinhauen, oder? Sieht auch cool aus übrigens. Jo. Starmie Simsala ist auch cool. Starmie Simsala ist nice. Trick. Okay. Er hat mir mein Item weggenommen und hat es mir wiedergegeben. Muss ich verstehen. Ich habe 60. Krass. Und Rivale easy besiegt, du Kacknub. Ich riech dich später. Ja, ja. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder zurück ins Pokémon Center. Gibt es hier noch ein Item, was ich liegen habe lassen? Yo. Eine Potion. Toll. Ein Heiltrank. Was soll ich denn damit? Erstmal kurz eine Heilung. Oh, ich sehe ein Item. Bulk ab. Okay, nehmen wir mit. So, erstmal kurz heilen gehen. Kampf war ja ein bisschen haben wir Damage bekommen. Aber war gut, oder? Seid mal ehrlich. Den Blau haben wir vernichtet. Aber er hat auch nicht seine fertigen Pokémon.
Es war kein Turtok Glurak zum Beispiel. Wird uns dann wahrscheinlich erst nach der Liga zeigen, was er so hat. Aber ich habe schon besser Schiss vor der Liga. Eigentlich bräuchte man noch gefühlt 12.000 Heiltränke und Wiederbeleber. Wird eine Hausnummer. Wird eine Hausnummer. Menki, Level 3. Ich habe noch nie in dem Spiel geangelt, ne? War aber auch nicht notwendig. Okay. War nicht notwendig. Was macht der hier? Da ist ein Glurak. Nicht schlecht. Ja, wir haben alle 8 Ohren. Wissen wir. Route 26. Okay. Was gibt's denn hier so? Mann, das ist Nacht. Das ist mal blöd, ne? Morlot! LOL! Deiner wird sich freuen. Ein Morlot! Morlot gegen Morlot! Kämpft er jetzt gegen uns? Ja. Okay, also der... Also, denkt ihr wirklich, der Angler hat alle 8 Ohren? Oder denkt ihr, der Angler ist einfach nur so da? Alle 8 Ohren kann ich mir nicht vorstellen. Scheiße. Wenn man gar keinen Schaden. Wasser-Pokémon sind halt echt eine schlechte Sache. Zum Glück hat sein Hornbohrer daneben gegangen. Das war, glaube ich, die One-Hit-Attacke, oder? Magnefisch? Hab keine Ahnung. Was ist ein Magnefisch? Baldorfisch. Ja, da mache ich jetzt nicht viel Schaden, ist klar. Weiß man nicht wie. Er weiß, glaube ich, nicht so genau, wie er mich besiegen soll. Und ich weiß nicht so genau, wie ich ihn besiegen soll. Kann ich Earth Power machen? Ne, kann ich nicht, weil ich selbst verletzt habe. Toll. Ja, schon gut an. Nein, Bisaking, was machst du denn? Oh. Ey, manchmal, ne? Kann man sich nur so oft selbst verletzen? Aber der hat schon groß ausgehalten, ne? Puh. Also die Pokémon-Liga wird auf jeden Fall nicht einfach. Dann noch ein. Wieso hat der zwei? Aber ja. Aber hey, man merkt schon, wie gesagt, puh. Das wird eine Nummer, ne? Das wird eine Hausnummer, du. Nebenbei level ich halt nochmal Glurak. Weil es halt noch unterlevelt ist im Vergleich zu den anderen. Ah, wir müssen noch Trainer besiegen. Ist ja auch diese... Oh nein, hier ist doch diese Höhle, wo ich wieder 3 Jahre drin verbringen werde, oder? Esreon. Ist das jetzt Fee? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kann ich es paralysieren. Nee. Komm schon, Paralyse. Nee. Dann kriegst du einen Stein am Kopf. Echt, das dauert ja 3 Jahre, ne? Nachtara ist so defensiv. Wenn der Nachtara drin war, aber ich dachte schon. Okay, hier geht's weiter. Also hier sind halt echt krasse Trainer auf jeden Fall. Boah, die Liga wird zu schwer, ne? Pikachu! Warum hat die im Pikachu Level 47 und nicht einfach ein... Au. Und nicht einfach ein Raichu? Ja, wir sind natürlich paralysiert, ne? Dafür war das gut. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Dann nehmen wir das Neue. Das noch unterlevelte Chardactyl. Ach du Scheiße. Ist in dem Arsch. Ist es noch? Nee, ist nicht mehr. Okay, kein Problem. Bringt das Schaden? Sieht aber geil aus, oder? Nee, macht auch keinen Schaden. Ein Xerox Turtok. Mich verarschen? Kannst du keine Wasserattacke? Ey, macht gar keinen Schaden. Ich mag keinen Schaden.
Jetzt mal kannst du an. Nein! Ich wollte sagen, dass ich gerade was anzünden kann. Au. Ja, ich weiß aber echt nicht gewusst, was ich dagegen machen soll. Ah, ein bisschen mehr Schaden ich erwartet. Alter, ist das defensiv, ne? Turtok Xerox ist so defensiv. Aber es sieht auch aus, ne? Alter, das Down kriegen, ne? Alter, das hat KP gehabt. Alter Verwalter. Oh, das wird eine Hausnummer, diese Liga-Straße hier. Ey. Wahrscheinlich sollte ich hier dann auch zig Trainer nochmal herausfordern. Wo ich mir denke, jo, die kriege ich zum Beispiel easy down, ne? So mit denen jetzt hier zum Beispiel. Die kriege ich easy down. Und geben gute Erfahrungspunkte. Ach ja. Okti, was? Ach Gott. Ist das Psycho? Nö. Signal Beam. Okay. Das ist eine zähe Sache, ne? Geil. Also ja, er kriegt beide down. Gute Erfahrungspunkte gegeben. Wäre also auch so ein Trainer, den man auf jeden Fall farmen könnte, wenn es geht. Du kannst ja nicht alle Trainer einfach so bekämpfen die ganze Zeit. Oh, Panzer Aeron, also Flugstahl ist sehr gut. Den zippt man nicht einfach an. Ja, gibt doch gute EP, ne? Als Beispiel könnte man... Ne, den kann man nicht nochmal besiegen. Ah nein, da kommt vorbei. Oh, das wird hart. Ich sage es jetzt schon, die Pokémon-Liga, ich werde sehr viel noch trainieren müssen. Sehr viel. Feuer mit Feuer, sehr gut. Nein. Wow, der lebt noch krass. Warum trifft Surfer nicht, ne? Also ich habe die Flutwelle schon ziemlich hoch, ne? Ach, Physik. Noch Geld nebenbei. Aber ey, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Route hier so lang ist, ne? Victory, was? Ist er jetzt Gestein oder nicht, ist die Frage. Nur ist noch immer Pflanze. Also ein bisschen pflanzenmäßig. Sehr gut. Girareon? Keine Ahnung. Ja. Ist das ein Flamara? Jo. Krass. Das sieht lustig aus mit den zwei Köpfen hinten. Finde ich gut. Das Girafaring finde ich gut. Dula oder Dola. Lol. Funktioniert nicht. Nein, geht nicht. Er kann fliegen sozusagen. Macht keinen Sinn. Oh, er ist am Boden gefallen. Ha! Ein Dodri Kingler. Auch nicht so schlecht mit den Krallen, ne? Aber ich sag's ja, Alter, die Gegner, die hauen ordentlich rein. Hier muss ich surfen. Da ist die Höhle. Bitte sag, dass da ein Schlafplätzchen ist. Bitte darf ich mir hier holen. Was sieht man, eine Höhle? Strongrand hier. Lol, die beobachten die Pokémon. Da ist ein Fleckmon. Okay, ich kann hier nicht rasten. Das ist schlecht. Ach, da geht's nicht nach unten. Da steht die mitten im Weg. Okay, also wir sind jetzt bei der Höhle. Aber ich darf hier nicht... Oh, das, ich hätte schon ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt. Ah, ist das süß. Ich hätte schon gehofft, dass ich da jetzt ein bisschen
dass ich da jetzt ein bisschen mich ausruhen kann, ne? Meine Pokémon heilen. Zum Glück macht der Body Slam. Und nicht eine Pflanzenattacke. Das wäre am Arsch gewesen. Okay. Also ich glaube, wir sind schnell genug, oder? Na, oh, ist das süß. Lorblatt. Ein Meganien? Bisaflor? Lol. Nee. Meganien, Bisaflor. Schlecht. Ist mein Bisaking schnell genug? Eigentlich schon, oder? Mit dem Level. Nein, das macht genug Schaden. Oh, ich habe gehofft, es macht genug Schaden. Ah! Ich hätte echt gehofft, das macht genug Schaden. Ah, doch defensiver dann, ne? Aber kein Wunder, ne? Kein Wunder. Gibt's echt keine Heilung? Ne. Tojo Falls. Hört sich irgendwie anders an, als die Höhle, die ich in Erinnerung hatte. Da geht's noch weiter. Ach, da kann man nachher hoch. Mit 32? Da kann man nachher hoch. Ah. Route 27. Oh, Sonderbewohner. Wo ist denn diese Höhle? Hm. Und wo geht's hier weiter? Das ist eine Wüste, ne? Oh, das Gebiet ist so riesig. Girafari. Level 38, aber nur, okay. Also, die normalen Pokémon trainieren ist immer schwer. Hier geht's runter. 26. Wo bin ich? Ich hab mich verlaufen. Nein! Ich wollte umkreisen. Ich hab mich komplett verlaufen. Starstair. Ein Starmie-Austausch. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nee. Ich hab mich verliert. Ja, ja, ich verletze mich ja immer selbst, ne? Ich verletze mich ja immer selbst. Nee. Nein, ich dachte, wir überleben jetzt mit einem HP. Ich hätte jetzt so geschworen, wir überlegen mit einem HP. Problem ist, wir sind halt langsam. Weil wir parallel... Aua, die Steine. Spikes sind. Paralysiert? Ja, natürlich. Ey, wie... Ich habe immer ein Problem mit Stasi-Effekten. Milk Queen? Ach, du Scheiße. Kangama Mehltank. Er hatte 3 Milliarden Leben. Nein, Paralyse! Ach, Paralyse ist so nervig, ne? Aber er hat heute noch ein Level Up. Sehr gut. Noch ein Starstar? Was? Why? Sternschauer. Toll. Nein! Wir hätten es fast geschafft. Mit einem AP fast noch gewonnen. Mit dem kämpfe ich halt ungern, weil er leider sehr überlevelt ist. Und er ist Level 60. Ich wüsste, ob sie irgendwo noch eine. Da unten kann man raus. Hm. Ja, ich muss gucken gehen, was das. Ah, ist der Eingang. Hier kommt man zurück. Okay, aber ja, müssen wir auch, ne? Müssen wir auch. Wir sind ziemlich im Arsch. Ich schaffe da niemals auch noch die Höhle zur Pokémon-Liga. Das kriegen wir nicht hin. Aber. Wir können dann gleich ein bisschen vorspulen, ne? Also schneller wieder hinlaufen. Zu dem Platz, wo wir gerade waren. So, und so, zack, zack. Okay, zweimal kann ich drücken. Nicht runterfallen! Okay.
Vorspul vor der Win. Whee! Hey, du weißt doch schon, dass ich alle Ohren habe. Lass schon mal hier. So nur gerade durchzulatschen. Aber, auch cool. Kann er surfen? Nein! Mal nach oben surfen. Dodo. Dodo ist echt schnell, den haben wir schon gesehen, ne? Dodo-Fusionen sind krass. Dodo-Fusionen sind krass. Ah, stimmt, wir haben den Trainer jetzt noch nicht besiegt. Okay, smart. Ein Stami. Aber es sieht komisch aus. Nein, es ist ja nichts effektiv, ne? Braucht ja auch so ein Sternschauer-mäßig irgendwas. Da macht ja alles keinen Schaden. Na, das macht keinen Sinn. Da kämpfen wir morgen noch. Giradon. Was ist ein Giradon? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Girafaring. Ach du Scheiße. Rizeros. Uncute? Uncute? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein Unknown Owei? Guck mal, wie das aussieht. Aua. Shit. Verwirrt auch noch. Ja, toll. Ein Uncute. Lol. Das sieht irgendwie creepy und lustig aus. Das ist so ein Augenhaufen, ne? Einfach ein Augenhaufen. Einfach ein Augenhaufen. Wer hat denn sowas? Was war hier oben eigentlich? Ach, nur ein Trainer. Toll. Da war einfach nur noch ein Trainer. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch leveln, trainieren, ne? Neue Pokémon sehen. Normales Machoke? Okay. Nichts Besonderes. Ich zünd's mal an. Perfekt. Nein, was? Er lebt noch? Der lebt noch. Ist mich verarschen? Ach, komm schon. So unnötig wieder. Genau. Immer nicht gegen. Der ist nicht gut gegen Kampf. Noctu. Okay. Treffe ich den damit? Ne, natürlich nicht. Es ist so für den Arsch, ne? Oh, ich dachte, ich bin stark genug. Gott, oh Gott, oh Gott. Also bei den Fusionen ist es immer schwer einzuschätzen, ne? Welche... Was sind sie jetzt, ne? Was sind sie jetzt? Sind sie da zum Beispiel Psycho-Kampf oder was ist er genau, ne? Flamethrower? Na endlich. Weg mit Ember und Flammenwurf. Endlich mal eine gute Flammenattacke. Welches Level hat es jetzt eigentlich schon? 47. Okay, noch ein bisschen unterlevelt. Ein bisschen unterlevelt. Da muss ich ja runter. Dann kann ich hier hoch. Tode schon wieder. Und da wollen wir ja nicht wieder runterspringen. Ich will da damit kommen, weiß ich aber auch nicht mehr. Dodri. Ui. Ach, gibt glaube ich nicht genug, nicht genug Erfahrungspunkte. Okay, da war noch nicht. Nee. Okay. Da muss doch noch diese Riesenhöhle kommen, oder? Perschen. Okay, keine Fusion. Also immer die Worte von mir. Houndtails. Klärt sie nach Feuer an. Bin ich schnell genug? Also ein Hundemann. Und? Und? Yeah, alles so schön. Oh mein Gott. Es ist wunderschön. Hundemann Vulnona, Leute.
Oh mein Gott, ist das schön. Hundemon Vulnona. Wow. Wow. Einfach nur wow. So schön. Wow. Unglaublich. Also ja, Hundemon-Fusionen sind ja auch der Oberhammer, ne? Problem ist, dass so viele schöne Pokémon Feuer oder Wasser sind. Oh, haben das halt schon alles, ne? Aber das war echt schön. Gibt's da links noch was? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das hier? Sag es nicht, hier könnte man heilen oder so. Ja. Ich hätte nur noch die eine besiegen müssen, hätte ich den ganzen Weg nicht laufen müssen, weil hier eine Heilung war. Na toll. Jetzt bin ich trotzdem neugierig. Was ist da hinten? Nix? Oder einfach nur eine Wiese? Geht's weiter? Wo geht's da hin? Ich bin zu neugierig, muss es wissen. Haut ab, ihr Todus. Auch wenn er gar nicht mal so unbrauchbar ist. Toll. Für den Ball. Bin für ein Elixier da reingelaufen. Na toll. Für ein Elixier. Oh, das war nötig, oder? Das war jetzt ja wieder nötig. Ich hätte mir irgendwas Besseres erhofft, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, da ist der nächste Trainer. Jan Main. Ich glaube, da müsste Stein ja gut sein, oder? Ja. Macht leider nicht so viel Schaden, wie ich erhofft habe. U-Turn. Ja. Aber das dauert. Jan Main. Oh. Irgendwie cool, irgendwie hässlich. Seien wir mal ehrlich. Beides irgendwie, ne? Mach nochmal ein Heilerer. Wenn wir schon daneben sind, ne? Manchmal daneben sind. Warum nicht? Was passiert jetzt hier oben noch? Da geht's weiter. Dann nicht. Ha. Huh. Vielleicht ist die Heilungsdame auch ein guter Punkt, um mal zu speichern und mal zu sagen, Leute, wir spielen nächstes Mal weiter am Weg zur Pokémon-Liga. Bruder, fast genau, danke fürs Zugucken. Also das Vulnona-Hundemon war, glaube ich, mein Highlight. Krasses Pokémon, krasses Pokémon. Eure Meinung in die Kommentare, Daumen hoch, nicht vergessen, abonnieren, kommentieren und ciao.